Hallöchen, es ist Tag 8 unserer aktuellen Plank Challenge. Wir starten in der tiefen Plank. 20 Sekunden. Achtung. Fertig. Und los. 20 Sekunden halten. Drei, zwei, eins und einmal Stopp. Sehr gut, jetzt die hohe. Ich habe hier Muskelkater von gestern an den Seiten. Und los. Hilft dir alles nichts, was ich mir vorgenommen habe, ziehe ich auch durch. Noch 10 Sekunden. 5 und Stopp. Sehr gut, jetzt kommt die Variante. In der tiefen Plank tippen wir uns jetzt immer mit dem Fuß auf die eigene Ferse. Also mit dem einen Fuß auf die Ferse, wieder abstellen, anderer Fuß, Ferse und abstellen. Schön mit Ruhe, mit Körperspannung. Und nochmal 10 Sekunden. 3, 2, 1. Sehr gut. Jetzt in der hohen Plank schieben wir mal den Po nach oben. Das, was wir gestern in der tiefen Plank gemacht haben, machen wir jetzt in der hohen Plank. Also hohe Plank und dann ein Butt Raise und wieder ab. Einen Butt Raise. Und wieder ab. Immer schön in die gerade Position zurückkommen. Noch 10 Sekunden jetzt. Richtig schön die Bauchmuskeln einziehen. Und stopp. Super. Jetzt kommt der Teil mit der Länge. Heute sind wir bei 1 Minute 30. Starten wieder in der Tiefen. Achtung, fertig und los. So, 1,30. Gestern 1,25. Ich habe jetzt mal erstmal nur einen 5-Sekunden-Schritt eingebaut. Knie strecken, Po anspannen, Bauch einziehen. Und jetzt ist schon die erste halbe Minute weg, ein Drittel ist weg. Noch 50 Sekunden. Und noch 40. Wenn es jetzt gar nicht mehr gehen sollte, kann man hinten die Knie absetzen, so ganz leicht den Boden berühren lassen und trotzdem noch halten. Halbe Minute noch. Aber versuch dran zu bleiben. Komm, es sind jetzt schon nur noch 20 Sekunden. Ich merke auf jeden Fall schon eine Steigerung bei mir. Und die letzten 10. Fünf, drei, zwei, eins und Stopp. So, oh, jetzt das gleiche nochmal in der hohen. Man kriegt immer so einen Schauer danach. Okay. Achtung. Fertig. Und los. 1,30. Hier halten. Mittelfinger wieder schön nach vorne ausrichten, Pobacken anspannen, Bauch einziehen.
ich habe meine Schulter immer knapp hinter dem Handgelenk. Ne? Eine leichte Schräge im Arm, aber wirklich nicht viel. Also mein Gewicht ist schon vorne auf den Schultern. So, es sind jetzt noch 50 Sekunden. Auch hier, wenn es gar nicht mehr gehen sollte, kann man hinten die Knie absetzen und trotzdem noch so halten. Aber eigentlich ist es eine Plank-Challenge, ne? Wir steigern uns ja langsam. Von gestern auf heute war jetzt nur 5 Sekunden länger hier halten. Deswegen versuchen wir das auch durchzuziehen. Guck mal, jetzt sind schon nur noch 20 Sekunden. 30 Sekunden einfach mal gequatscht. Und die 30 Sekunden sind weg. Und jetzt sind schon nur noch 10. Guck mal. 8, 7, 6. Bleib dran, bleib dran. 3, 2, 1. Und fertig. Super. Das war Tag 8.